Vor kurzem bin ich auf ein Video gestoßen, in welches der Mensch sagte, dass er verlierte einst die Freude am Glauben. Denn Gott gefallen zu wollen und stetig davor Angst haben zu müssen, dass man Gott nicht gerecht sei und das Halten der Gebote, es war mühselig und es machte einem mürbe. Und das kann nicht der Weg sein. Und ich habe es nicht zu Ende geschaut. Ich kenne solche Botschaften zuhauf, wo Menschen sagen, dass alles, was du tust, um Gott gefallen zu wollen, wäre Werksgerechtigkeit. Denn aus dir heraus kannst du nichts tun. Und diese Aussage schauen wir uns heute mal an. Aus dir heraus kannst du nichts tun. Alles, was du machen würdest, um Gott zu gefallen, ist sehr, sehr anstrengend und mühselig. Und weil es anstrengend und mühselig ist, das macht keine Freude. Und weil es keine Freude macht, also Freude ist jetzt der entscheidende Faktor, wenn ich keine Freude empfinde daran, dass ich Gott liebe und an ihn glaube, dann kann es nicht der Weg sein. Also muss es was anderes sein. Was könnte es denn sein? Ich habe das Video nicht zu Ende geschaut, schaute aber in den Kommentaren und habe gesehen, dass Menschen scheinbar das Video mochten. Die haben gesagt, das ist gut, gute Botschaft, sehe ich auch so. Solche Kommentare lese ich aber auch unter meinen Videos. Danke Bruder, hat uns geholfen. Es würde erstmal heißen, dass gute Kommentare, positive Kommentare, erstmal nichts aussagen über den Wahrheitsgehalt der Botschaft. Aber das sind zwei unterschiedliche Botschaften. Ich lehre genau das Gegenteilige und ich versuche auch das Gegenteilige in meinem Leben umzusetzen. Nämlich, ich möchte Gott gefallen und ich möchte mir Gedanken darüber machen, was ist ihm wohlgefällig in dem, was ich tue. Und das, was ich tue, ist es vor ihm akzeptabel. Das wäre dann nach der Definition des einen oder anderen Werksgerechtigkeit. Wenn jetzt diese Botschaften auf der Hand liegen, dann ist es ebenso klar, dass eins der beiden Botschaften ist schon mal nicht richtig. Im schlimmsten Fall sind beide Aussagen falsch. Aber ganz klar ist, dass nur eine Botschaft kann richtig sein. Eine sagt, aus dir heraus was zu tun wäre Werksgerechtigkeit. Der andere sagt, nein, genau das andere ist jetzt die Wahrheit. Du sollst was tun, um Gott gerecht zu werden. Dann heißt es, dass wenn eins der beiden Botschaften falsch ist, so viel ist sicher. Aber eins der beiden Botschaften führt auch in das ewige Leben und die andere Botschaft führt in die ewige Verdammnis. So gravierend ist das. Einfach zu sehen, aber hat auch gravierende Konsequenzen. Nun, was sagt jetzt die Bibel dazu? Denn die Bibel wird sowas sagen wie, du kannst aus dir heraus nichts machen. Du wirst erlöst durch Gnade, nicht durch Werke. Ich lade dich heute ein, solche Verse mal genauer anzuschauen. Nämlich, da, wo es augenscheinlich erstmal so aussieht, dass du nichts machen kannst oder nicht machen sollst, um Gott gerecht zu werden, eigentlich genau das predigen, dass du sollst Werke bringen. Die Tatsache ist jetzt, wie durch wurdest du und ich befähigt, gute Werke zu bringen? Nach welchem Maßstab bringe ich gute Werke? Okay? Also, aus dir heraus kannst du nichts tun, ist ja genau auch das, was Jesus sagt. Ich lese dir mal vor. Johannes Kapitel 15, Vers 5. Hier steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt nehmen wir mal erstmal, bevor wir auf den Passus jetzt eingehen, viel Frucht. Scheinbar soll es dir Frucht bringen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Betrachten wir mal dieses Wort nichts. Du kannst nichts tun. Weißt du aber ganz genau, dass du in deinem Leben dennoch Dinge tust, die du auch tun sollst. Du gehst zur Arbeit, du fährst ein Auto, du kochst Essen, du bereitest deine Wäsche vor, du machst viel am Tag. Aber wenn wir jetzt sagen, du kannst nichts tun, gar nichts, absolut gar nichts, dann ist in diesen für uns so simple Tätigkeiten einfach immer die Vorstellung und allerseits präsent, dass ich kann diese Dinge nur tun, weil Gott mir die Kraft gibt, die zu tun. Wenn du mal ein oder zwei Stunden oder einen Tag mal bettlägerisch bist, dann siehst du, was für eine Gnade es ist, dass du überhaupt aufstehen kannst, um Wasser zu holen oder einen Tee zu kochen. Das heißt, von vornherein ist es klar, dass du nichts tun kannst, außer Gott hat dir Odem und Kraft gegeben. Also sagst du Baruch Hashem, dank Gott dafür. Eine klare und simple Aussage, über was es bedeutet, dass du nichts tun kannst aus dir heraus. Jetzt kommen wir zum Glauben, weil Jeschua sagt, ihr sollt Frucht bringen. Und diese Frucht werden wir bringen, wenn wir in ihm bleiben.
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine simple Analogie dazu, wenn ich mal die Zeiten betrachte, wo meine Kinder pünktlich zur Schule kommen sollten, dann haben meine Frau und ich festgestellt, dass wenn wir den Prozess nicht durchtakten, mit Aufstehen, den Wecker zum richtigen Zeitpunkt zu stellen, wann man zum Frühstück erscheint, wann man die Brotdose einpackt, ob der Sportbeutel dabei ist, wann gehe ich los, um es noch pünktlich zu schaffen, wie viel Zeit brauche ich dafür. Wenn wir für unsere Kinder das nicht durchtakten, würden sie nicht pünktlich und gut ankommen. Also wir müssten sie erstmal da durchleiten. Und so ist es sehr, sehr simpel, dass ich zu meinem Kind sagen könnte, aus dir heraus kämest du nie pünktlich zur Schule. Aber es ist die klare Erwartungshaltung meiner Frau und meine ebenso, dass das Kind es pünktlich schafft, alleine. Ich kann nicht jeden Tag es durchtakten. Das Kind muss dieses, was ich als Weg präsentiert habe, eines Tages innehaben, auch wenn es Geduld und Zeit braucht, aber eines Tages wird und hat das Kind es dann inne, dass ich jetzt weiß, wann ich wo was machen kann. Aber ich könnte jetzt sagen, du hör mal Schatz, aus dir heraus hast du es nicht geschafft. Aber das Kind tut es. Wenn du Werke tun sollst für Gott, aus dir heraus kannst du nichts tun, weil dein eigenes Fleisch ist Feind gegen Gott. Okay? Das eigene Fleisch ist der größte Feind im Haus. Die Dinge, die ich tue, ist das, was Feindschaft bringt zu Christus. Dinge aus dem Fleisch ist das, was Christus missfällt. Und dieses Feindselige Christus gegenüber kann der Herr nicht dulden. Das heißt, dass dieser Mensch, der diese sündhaftigen Dinge praktiziert, wird eines Tages zerstört, weil er ist ein Feind Christus. Jetzt vergesst mal diese halluzinierende Aussage, dass das Fleisch tut zwar noch die Sünde, aber im Geiste, und ich kenne wirklich viele solche Rückmeldungen, im Geiste glaube ich und liebe Christus, aber mein Fleisch, ich kann da nichts tun dagegen. Deswegen wird Christus dieses Fleisch zerstören am letzten Tag, um dann den geistigen Mensch zu erlösen, der ins ewige Leben kommt. Was für ein Irrsinn. Nämlich die Wahrheit ist wie folgt. Jemand, der im Fleische Sünde tut, repräsentiert die Natur des geistigen Menschen. Und er sagte damit, dass er im Geiste ist eigentlich der sündhaftige Mensch. Und deswegen wird dieser komplette Mensch, Geist, nicht Geist, mit Fleisch, dieser Mensch wird zerstört, wenn er in der Fassung bleibt. Das ist die Realität, was die Bibel sagt. Jetzt, das Fleisch würde schon gerne eine solche Botschaft auch hören, dass aus mir heraus kann ich nichts tun. Das ist auch der Grund, warum du auf gewisse Predigten, wenn du in einer solchen Gesinnung bist, nie kommst. Weil du sie sofort ausschalten würdest, höchstwahrscheinlich. Okay? Diese Art von Predigten oder Ratschläge, die dazu führen, dass du dein Fleisch aufgibst, ist nicht das, was du hören möchtest. Wenn Menschen sagen, wo finde ich eine Gemeinde, wo finde ich eine Gemeinschaft, das meinen sie auch ernst, aber nicht um Gemeinschaft zu gehen, damit sie ermahnt werden. Die meinen eher, wo kriege ich Kompan, wo wir Kaffee trinken und uns austauschen und einen Platz haben, wo die Kinder mal spielen können. Oder wo ich einen Anlaufspunkt habe, wenn ich mal jemanden besuchen möchte. Aber doch nicht, dass du mir Rat gibst, über wie ich lebe in Christus. Das wäre für mich eine Bedrohung. Okay? Also hör mal genau hin, was Menschen wirklich suchen. Du musst nicht richten oder urteilen, aber du musst verstehen, dass dein eigenes Fleisch ist der größte Feind. Also Christus hat dich aufgerufen, dass du dieses Fleisch jetzt kreuzigst. Jetzt meine Kinder, die müssen den Weg zur Schule alleine, aber ich kann ihnen einen Anhaltspunkt geben, wie sie es schaffen. Aber tun müssen sie es. Christus gibt uns die Anleitung und sagt, was die Problematik ist. Und er hat sein Leben aufgegeben, damit wir da frei rauskommen, was die Schuld betrifft. Schuldig Gott gegenüber sind wir jetzt nun, dass wir so nicht gelebt haben. Und das fordert den Tod. Und das hat Christus getragen. Jetzt dürfen wir Werke tun, um mit Gott versöhnt zu sein. Nochmal. Wenn du also diese Dinge nicht unterbindest, die zur Sünde führen, die Habsucht, Gier, Zorn, Geiz, was auch immer da jetzt hintersteckt, diese bösen Dinge, die da praktiziert werden, wenn du es nicht versiegst und keine Macht käme vom Himmel durch einen Engel, der es jetzt da streng untersagt oder der es gewaltsam von dir nimmt oder keiner dringt in dein Haus hinein, um zu sagen, nun Thomas, hör jetzt endlich auf damit, okay? Keiner wird es gewaltsam machen, sondern du bist aufgefordert, im klaren Verstand und in Verbindung mit Gott diese Dinge zu lassen.
Wie wirst du denn erlöst, wenn das der einzige Weg ist? Also, aus dir heraus kannst du nichts tun, ist ganz klar, was gemeint ist. Du hattest nicht den Plan der Erlösung gehabt. Du bist jetzt nicht wieder mit Gott versöhnt, weil du jetzt angefangen hast, Gutes zu tun. Du bist jetzt kein guter Mensch, weil du die bösen Sachen hinter dir gelassen hast und jetzt hast du eines Tages die Gesinnung gehabt, plötzlich das Gute zu tun. Das alles hat Gott bewirkt. Aber Christus erwartet sehr wohl von dir, das eigene Fleisch zu kreuzigen. Deswegen ein Rat an der Stelle ist einfach, fass erstmal vor Augen, wenn du eine Frau bist und du sagst, was wäre eine heilige Frau? Du nimmst mal dich als Konstante und sagst das, was wäre jetzt eine heilige Frau? Spiegel ich mich in dem wider, was eine heilige Frau wäre? Und du sagst erstmal ja oder nein, die Antwort ist jetzt erstmal nicht das Entscheidende, was ich hier auf den Punkt bringen möchte. Du sagst erstmal, das wäre meine Vorstellung mit dem, was ich aus der Bibel weiß, was ich von meinem Mann oder Pastor oder Vater weiß, was eine heilige Frau wäre. Ich gucke mir Rebekka an oder Rachel oder Sarah, das wäre eine heilige Frau. Wie sehr entspreche ich dieses Bild? Okay? Nach der Form und Muster, wie ich es heute leben kann. Wie entspreche ich dieses Bild? Das ist auch schon mal der erste Anhaltspunkt, woran ich arbeiten kann. Wenn ich ein Mann bin, nehme ich Christus als Vorbild und sage, in der Form und Möglichkeit, die ich heute habe, wo lebe ich, dass alles, was ich tue und alles, was ich denke und ersinne, hat damit zu tun, dem Herrn zu gefallen. Wenn ich das noch nicht bin, was könnte ich tun? Wie würde ich denn wirken? Was für ein Mensch wäre ich denn in meiner Vorstellung? Was wäre ich denn für ein Mensch, der Christus gefällt? Und dann habe ich erstmal ein Modell vor Augen. Jetzt könnte ich doch schon mal an diesem Modell arbeiten. Wenn ich also die Dinge nicht tue, eine andere Sache ist, du sagst, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich anfangen sollte. Was wäre denn das Modell aus meinem Leben? Das ist eigentlich ganz einfach. Aber fang erstmal damit an. Das ist nur ein Rat. Das wäre erstmal der erste Punkt, wo du anfangen könntest zu arbeiten. Also sehr, sehr wohl sollst du Dinge tun. Und ich lese dir noch ein paar Verse vor, die scheinbar mit Werksgerechtigkeit zu tun haben. Aber die Verse sagen dir genau das Gegenteilige, dass du sollst was tun, nämlich den alten Mensch zu kreuzigen. Und der alte Mensch, bekanntlich ist was? Ist der größte Feind gegen Christus. Wo finde ich diesen alten Mensch? Auf dem Jahrmarkt, in der Bücherei? Hinter der Theke versteckt? Nein, direkt gerade präsent da, wo du gerade bist, in dir. Du bist dieser alte Mensch, den du kreuzigen möchtest, okay? Das ist dein Glaubenskampf und deswegen ist es schwer. Und das, was mürbe macht, ist das Fleisch, welches schreit. Ich will die Dinge nicht aufgeben. Diese Dinge sind mir lieb. Ich liebe diese Dinge. Die geben mir eine Art von Pseudo-Freude. Die führen zwar zu nichts, aber die retten den Moment. Die machen mir Spaß und Freude, aber was auch immer daraus wird, das ist ihm egal. Das ist dein Fleisch, welches da krakeelt. Und das Fleisch liebt solche Botschaften und sagt, danke Bruder, dass du uns gelehrt hast, dass wir nichts tun müssen. Also, Epheser Kapitel 2 und hier steht, denn aus Gnade, Vers 8, seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das wird so jetzt gelenkt von manchen, dass wenn ich glaube, wie mit dem fleischlichen, geistigen Mensch, ein Konzept, eine Dualität, die es auch nur in dem modernen Christentum gibt, also nirgendwo in der Bibel, in der Schrift steht sowas geschrieben, dass der fleischliche Mensch ist der, der Gott nicht gefallen kann, aber preis Gott, er glaubt. Der geistige Mensch ist aber der, der innen drin kauert und glaubt an Gott. Und der hat seine Hoffnung auf Christus gesetzt, aber er tut nichts. Und dieser fleischliche Mensch, der der Feind ist, der wird eines Tages durch Christus Hand gekreuzigt. Und dann komme ich ins ewige Leben, weil hier steht es ja drin, durch den Glauben werde ich gerettet. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aber jetzt hier Vers 9. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also du kannst nicht sagen, ich habe aus Werken mich erlöst. Denn wir sind sein Werk, Vers 10, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Da siehst du hier, dass die guten Werken, die hier beschrieben werden, ist ein Muss, ist eine Quittung, ist ein Ergebnis von, dass man Christus nachfolgt. Aber diese guten Werke, die kamen nicht aus uns. Unser Vater hat uns den Plan getaktet, wie ich zur Schule komme.
Unser Vater hat uns da die Brotdose und das Hemd und die Sachen rausgelegt, damit ich pünktlich zur Schule komme. Unser Vater und unsere Mutter hat uns geholfen, auf dem Weg dahin dieses zu erreichen. Es kam nicht aus uns, aber wir haben es erreicht durch die Kraft und durch die Leitung, die sie uns gegeben haben. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Verse, die angeblich davon sprechen, dass du nichts tun kannst, lies in meinem Kontext und du wirst sehen, dass die genau das Gegenteilige verkündigen. Die sagen nämlich, dass du kannst es nicht aus dir heraus, aber du bist aufgefordert, diese Dinge zu tun. Wenn dein Geist Christus wirklich liebt, dann bist du bereit, alles aufzugeben für dieses große Ziel, nämlich eines Tages alles mit ihm zu erben. Und jetzt musst du durch Weisheit hier wandeln, weil dein Fleisch will dich ständig austricksen. Okay? 1001 Gründe. Meistens gibt das Fleisch dir gute Gründe. Das Fleisch wird nie sagen, aufgrund dessen, dass du einen Feind anbetest, sollst du diese Sachen behalten. Das Fleisch gibt dir gute Gründe, warum du was nicht ändern sollst. Ja? Und da wir nicht da angehalten sind, die Splitter oder den Splitter im Auge des Bruders zu lösen, während der Balken in unserem ist, ist es manchmal mit Vorsicht zu genießen, wenn du jemand Rat geben willst. Denn du hast selber deine eigenen Sachen, die du tragen musst. Aber wenn jemand nach Rat fragt oder wenn du jemand Rat geben kannst und es gibt eine gute Gelegenheit, das zu tun, dann tu es mit Furcht und mit Zittern und in Demut. Wenn der Mensch empfänglich ist, dann so tust du was Gutes und in deinem eigenen Leben fängst du an. Welche praktischen Beispiele hätte man dann? Okay? Nun, in der ersten Instanz, viele Menschen suchen Ersatzsachen und nicht die Dinge, die Gott von vornherein bestimmt hat, die dazu führen. Und ich sage immer, die ganz probaten, alltäglichen Dinge sind die Mittel, die wir einsetzen können, um dieses Ziel zu erreichen. Ich fange mal an als Ehemann. Okay, die ganze Art, wie du planst, bevor du ein Ehemann wirst. Wenn du es auf die richtige Art und Weise machst, da hast du eine ganze Menge zu tun, mit Fleisch zu kreuzigen und dich zu überwinden. Wenn du früh aufstehst und du bist eine Ausbildung nachgegangen, hast es gut gemacht, jetzt wirtschaftest du, gibst Geld her, um zu investieren, dann fängst du an zu planen, wo ihr eines Tages wohnt, du enthältst dich von allen Unzucht, bis du deine Frau kennenlernst. Also das alleine schon ist, da bist du auf dem Weg, Christus ähnlicher zu werden. Nur in dieser kleinen Facette. Jetzt lernst du die Frau kennen, jetzt heiratest du und jetzt leidest du und dann hast du Kinder und jetzt leidest du die Kinder und da, wo du arbeitest, bist du ein Licht. Und wenn du dieses alles negierst, du suchst deine eigenen Wege. Okay? Du heiratest nicht oder du gehst gewissen Sachen nicht nach oder du vermeidest Gemeinschaft oder du vermeidest überhaupt Kinder zu haben und suchst dir Ersatz. Ich kannte mal vor Jahren jemand, der war zu nichts fähig, weil sein Haustier gestorben ist. Er konnte dies nicht, er konnte das nicht, er ist da nicht erschienen, weil er noch getrauert hatte um das Haustier. Und das Extreme ist jetzt, wenn man sagt, du, einen solchen Mensch verstehe ich nicht, man sagt, du hast gar keine Liebe zu Tieren. Das ist gar nicht der Fall. Tiere sollen gut behandelt werden, es steht sogar in der Schrift drin. Wenn ein Mensch, ein Vieh, ein Tier schlecht behandelt, ist es ein grausamer Mensch. Aber, dass ich ein Tier habe in dieser festen Bindung, das ist quasi ein Mensch schon ersetzt, das ist nicht gesund. Und wenn ich so eine Fixation habe auf ein Tier, wobei meine Fixation sollte auf mein Ehemann, es gibt genug wahrscheinlich, worauf ich mich fixieren könnte, aber das tue ich nicht und habe mir einen Ersatz gesucht und bringe jetzt dann diese ewige Liebe vor, die ich habe. Und der Mensch konnte nicht, man fragte mich, du Steve, was sagst du dazu? Der konnte das und dies nicht. Ich habe gesagt, du, normal ist es nicht. Weil der Mensch sucht einen Ersatz, statt sich vorzubereiten, ein Vater zu sein oder ein guter Bruder oder ein guter Freund und treu etc. und mit einem Mensch da vielleicht eine Beziehung aufzubauen, die innig und intensiv und Zeit kostet, nehme ich lieber vielleicht ein stummes Tier. Und wenn das Tier jetzt stirbt, ist die Trauer sehr, sehr groß, weil jetzt ist mein Ersatz weg. Die Trauer ist nicht so, weil der innere Mensch zu Christus jetzt gekommen ist, sondern dieser Ersatz ist weg. Okay, also muss ich wieder einen neuen Ersatz suchen. Wenn ich anfange, die wahrhaftigen Dinge zu tun, die Gott mir vorgelebt hat, dann finde ich auch Kraft. Natürlich musst du beten, musst du vor dem Vater gehen, musst du sein Wort lesen, musst du gute Gemeinschaft pflegen, musst du hier im Geist geleitet werden, aber die guten Werke sollst du sehr, sehr wohl bringen. Galater 5, hier, gerade wo hier Paulus auch noch über Fleisch und Geist spricht und sagt in Vers 24,
Welche aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Und das ist, was mürbe und nicht Spaß macht. Das Fleisch würde, merkt ihr, das Fleisch würde sehr gerne weiterleben. Das Fleisch möchte diese Dinge weiterhin tun. Die Unzucht und die Unreinheit und die Sachen, die Spaß und Freude bieten. Und dann kommt plötzlich die Botschaft, dass wenn du jetzt nun versuchst, das Fleisch zu kreuzigen, wäre es Werksgerechtigkeit. Das Fleisch, das Verdorbene, atmet auf und trickst dich aus. Also lass nicht zu, dass dein eines Fleisch dich austrickst, indem du sagst, die Sachen können da bleiben. Wenn die Sachen bleiben, merk dir mal eins, ich stelle dir diese Frage. Wenn diese Dinge nicht weggetan werden von mir in der besten Instanz und in der besten Möglichkeit, die ich habe, wer soll es dann sonst tun? Wer tut's für dich? Wer führt für dich die Ehe, die du führen sollst? Wer lebt für dich gesund? Wer wird rausgehen, um gute Gemeinschaft zu haben, wenn nicht du selbst? Wird es dir geboten, weil der Postbote klingelt? Wenn du es nicht tust, wenn du es nicht mal als Ziel hast, es anzugehen, wie soll es passieren? Stelle diese ganz simplen Frage. Dinge werden vergeistigt. Es ist im Geistigen. Ich krieg gerade wieder eine Nachricht. Ich meinte nur den Geist dahinter. Nein, ich Geist sowohl, als dass du die Dinge auch tust. Aber das musst du entscheiden. Okay? Also aus dir heraus kannst du nichts tun, wie wahr? Amen. Aber Christus in dir befähigt dich, loszukommen von Dingen. Und da musst du alles an Hilfe in Anspruch nehmen, was dazu führen würde, damit du frei wirst. Weil dein Geist sagt dir schon wahrscheinlich mehr als genug, dass diese Dinge sind nicht gut, du müsstest frei werden. Und dann spürst du wahre Freiheit. Wenn du frei kommst von diesen Dingen, weil Christus es ermöglicht hast, dann wird dein Lob groß und du wirst sagen, Baruch Hashem, preise Yeshua, dass er mir Kraft gegeben hat, davon loszukommen. Und jetzt bist du imstande, auch anderen Menschen anzuleiten, wie sie davon loskommen. Wenn du aber eine Botschaft glaubst, dass du nichts tun kannst und alles wäre Werksgerechtigkeit, so verharrt doch die Sünde. Und Christus ist kein Diener, kam nicht um, dass du die Sünde weiterhin dienst. Christus kam, damit du die Sünde im Fleische kreuzigst. Dadurch, dass du das Fleisch kreuzigst, heißt, du wirst diese Dinge nicht mehr tun, auf Kosten dessen, dass dein Fleisch keinen Spaß bekommt, damit die Sünde nicht weiter lebt. Damit der Geist lebt und du ein Mensch wirst, der Christus ähnlicher wird. Und das ist, was bedeutet, dass du aus dir heraus nichts tun kannst. Ich hoffe, dieser kurze Vortrag konnte dir helfen. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.